Lass dich nicht volljammern. Sind da Menschen in deinem Umfeld, die negativ sprechen, die sich selbst leid tun, die immer wieder andere anklagen? Eigentlich kannst du es nicht mehr hören, aber trotzdem machst du mit, weil du vielleicht viel Mitgefühl hast, weil du höflich bist und den anderen nicht vor den Kopf stoßen willst. Aber mache dir bewusst, meistens ist es so, dass diese Person ihren Frust bei dir ablädt, sich danach besser fühlt und du diese Energie mitnimmst. Deswegen mache dir klar, du bist kein Müllkorb. Du kannst auch die Situation umlenken, du kannst die Themen wechseln, du kannst sagen, lass uns doch mal positiv darauf schauen oder einfach den Kontakt reduzieren. Aber du bist für dein Glück verantwortlich und wenn du das öfter machst, belastet es dich und dein Energiefeld. In dieser Zeit wichtiger denn je zu schauen, was ist wirklich gut für dich und was eben nicht. Lass dich nicht volljammern.